Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die wunderschönen Wälder von Medieval Dynasty. Wir sind hier in den Winter geportet worden und Wissen ist Macht kam hier aufgepoppt. Ein geheimnisvoller Mann ist in dein Dorf gekommen, er behauptet, er wisse viel über die Wildnis und könne dir für ein paar Münzen einige neue Dinge beibringen. Ablehnen gibt keine Einschränkungen. Befrage ihn, wie man am besten in der Wildnis überlebt, kostet Geld. 1000 Münzen. Erfahre mehr über die Jagd. Kostet Geld. Zeige ihm, dass du mehr weißt, kostet kein Geld, aber mir fehlt das Fertigkeitslevel. Aber die 1000 Münzen brauche ich für die Steuern und deswegen wählen wir kein Ablehnen. Du hast weder Zeit noch Geld für einen solchen Mann. Schließlich könnte er ein Trickbetrüger sein. Genau. So, neue Quest, Steuern zahlen. Da wollen wir doch gleich mal gucken, wie viel. 7890. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 2500 Münzen. Ich habe noch mal hier ein paar Gürteltaschen gemacht, bevor wir in den Winter gedingst sind. 10 Stück kleine Gürteltaschen. Das wird aber gerade mal für die Hälfte davon reichen. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, wie wir ein bisschen an Geld kommen. Ja. Ach so, ich habe meine Frau gar nicht befragt. Da scheint sie zu sein. War die schon unterwegs oder was? Hallo du. Ich habe dich vermisst, Geliebter. Oh, das ist aber süß. Wie steht es ums Königreich? Oh, schon wieder reparieren. Ja, das gibt's noch nicht. Was müssen wir denn schon wieder reparieren hier? So. Oh, Küche und Näherei 1. Häuser sind auch wieder welche im Arsch. So, genau. Wir wollten ja heute auch nochmal. Da kümmern wir uns später drum. Wir wollten ja das erste Haus hier sowieso einreißen. Und Steinebau rausmachen, ne? Das hier. Da wohnt gerade keiner mehr. Die habe ich nämlich umgesiedelt. Genau. Das wäre das erste Haus, was wir da fertig machen, aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal fix nach Denika, verkaufen nochmal die kleine Gürteltasche und dann... Oh, ja doch, der Weg ist diesmal richtig. genau, verkaufen nochmal eben schnell die Gürteltaschen und gucken mal, wie viel Geld wir dann noch brauchen, um die scheiß Steuern zu bezahlen. Oh, ich habe hier eine Falle der Gangster gebaut. So. Ja. Dann schauen wir doch mal. Ja. Ansonsten haben wir eine neue Jahreszeit. Wir können echt ein neues Jahr. Nicht neue Jahreszeit, ein neues Jahr. Jahreszeit auch, ist klar, aber erstmal ein neues Jahr. Wir können also dazu übergehen, dass wir den Stall aufbauen. Wir stehen kurz vor der Jagdhütte 2. Aber wenn wir hier mal gucken. Technologie. Brauchen wir noch 11 Punkte. 10,1 Punkt. Bis wir die Jagdhütte 2 bauen können. Dafür würde ich aber eine der 1er Jagdhütten abreißen. Weil wir haben ja echt schon gut was, was der Jäger jagt. Wir haben echt gut Fleisch zusammen. Da brauchen wir nicht noch eine zusätzliche im Moment. Deswegen würde ich eine alte einreißen und eine neue hinstellen. So, da vorne läuft unser Dagobert. Ja, immer gut und selber auch. So, ach so, wir können die Klamotten mal ausziehen. Da. Die kannst du alle haben. Sind gerade mal 770. Na toll. Oh Mann. Ja, lohnt bald nicht, ne? Oh, wir haben noch das ganze Tierfutter dabei. Aber das benutzen wir jetzt natürlich nicht. Boah. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Immer noch 1800 circa, ne? Ja, da wird es Zeit, dass wir noch mal ein bisschen Geld machen. Mann, Mann, Mann. Jo, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie wir noch an Geld kommen.
Wir machen jetzt erstmal die Hütte fertig. Ein bisschen jagen wollte ich ja eigentlich auch noch. Damit wir diese 10 Punkte da zusammenkriegen. Komm, wir schnappen uns mal eben 2 Schweine. Bogen haben wir ja mit. Pfeile auch ausgerüstet. Jo, 3 Stück. Diesmal bitte ein bisschen vorsichtiger mit den Pfeilen sein. Und dann gucken wir mal, ob wir uns hier noch 2 Schweine drei schnappen. Das müsste es dann eigentlich auch gewesen sein mit den Schweinen. Da ist ein Hirsch. Oder ein Elch. Was auch immer. Wenn der mal stehen bleiben würde, wäre das toll. Haben wir da ein Schwein? Nein. Hast du uns jetzt entdeckt oder warum läufst du weg? Mann. Ach nee. Oh, stirb doch. Ja, den finden wir jetzt wohl. Ja, den müssen wir jetzt kriegen, ne? Nützt ja nichts. Ach, da ist er tot umgefallen. Na, guck. Zählt das dann auch für uns? So, wo habe ich ihn denn jetzt überall getroffen? Dann müsste er noch einen zweiten Pfeil haben. Oder ist er jetzt auch futsch? So. 22 Fleisch, kein Pfeil. Das ist ja jetzt mal kacke. Wieso gehen denn die Pfeile ständig kaputt bei mir? Das ist doch blöd, ich nehme doch schon Eisenpfeile. Nö. Nee. So, versuch mal. Ah. Na toll. Das war ja wohl mehr als daneben. Hä? Hat er den? Habe ich den getroffen? Nee. Quatsch. Habe ich nicht. Das ist schon wieder ein Pfeil weg. Das ist doch Rotze. Die gehen aber ganz schön schnell kaputt, die Pfeile. Ja, dann haben wir hier die Kupferpfeile, ne? Ein Eisenpfeil haben wir noch. Und ansonsten haben wir Kupferpfeile. Die sind wahrscheinlich Holzspeer. Hm. Nicht ganz so ergiebig wie die Eisenpfeile. Aber besser als nix, ne? Oh, das Viech hat's nicht, ne? Boah, könnt ihr nicht mal einfach stehen bleiben hier? Oh Mann, ey, bleibt doch mal einfach stehen hier. Renn doch nicht ständig weg. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, mit dem Treffen, das ist... Ach so, hat er automatisch ausgerüstet. Cool. So, lass mal gucken hier. Na komm. Bleib doch stehen. Bleib stehen. Bleib da einfach mal stehen, du blödes Viech. Ach, Mann, ey. Nee. Die rennen aber auch immer, du. Unglaublich, ne? Nein.
Das hat nichts gebracht. Und jetzt ist der Kupferpfeil auch weg. Wieso verschwinden die Pfeile denn alle? Das ist doch Murks. Jetzt bleib doch mal stehen, du dämliches Viech. Mann! Wegen dir sind jetzt schon zwei Pfeile futsch. Da zahlst du. Also irgendwann muss das Viech doch auch einmal mal Pause machen hier. Und mal wieder stehen bleiben. Da gibt's doch nicht. Was ein dämliches Viech, ey. Oh. Gibt's doch nicht jetzt hier. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist es futsch, ne? Da. Ja, war es aber wahrscheinlich nicht, ne? Da ist noch ein Eisenpfeil. Schön zu wissen. So. Einmal mal schnell gemacht. Dann geht's auch. Oh, Tierfutter geht aus. Jetzt müssen wir zurück. Wir müssen. Wieso kriegen wir wieder nur einen Pfeil zurück? Das ist doch scheiße. Wo war denn jetzt dieser blöde Eisenpfeil hier? Da. Naja, gut, dass wir noch Kupferpfeile haben. Jetzt bin ich auch noch überladen hier, verdammt. Warum bin ich denn überladen? Du hast keinen Pfeil von unserem Ballig, ne? So, wie viele Punkte haben wir? 3 Punkte fehlen uns noch knapp. Ja, jetzt müssen wir uns aber erst ums Tierfutter kümmern. Das nützt alle nichts. Bevor wir meine lieben Schweine abzischen. Nee, das Risiko kann ich nicht eingehen. So. Dann gucken wir mal bei uns in der Ecke, ob wir da noch irgendein Viech jagen können. Aber die Jagdhütte 2 macht ja Sinn, ne? Die würde ich dann auch zeitnah aufbauen wollen. Genauso wie den Stein. Wie den Stein, den Stall. Verdammt mich. Ja, den Stall wollen wir als nächstes mal aufbauen. So, ich lade jetzt erstmal irgendwas ab hier. Fleisch. Ja, deswegen. Einen Jäger brauche ich noch nicht. Guck mal hier, 42 Fleisch, ey. Krass. So, jetzt können wir auch wieder ein bisschen schneller laufen. Wir können noch ein paar Sachen hier ins Lager packen. was hätten wir denn da? genau, die Holzstämme, die wollte ich noch loswerden. Hä? Was habe ich jetzt weggepackt? Oh, unsere Lager sind voll, verdammt. Oh, 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 oh. Wir müssen die Lager wieder auffüllen. Wir brauchen ein neues Lager, das ist es. So, schnell mal auffüllen hier. 30 Tierfutter sind weggegangen. So, gibt Futter, hier auch. Machen wir alle ganz voll hier. Dann halten die auch fast wieder ein Jahr. So, hier auch. So, Egon, fressen ist wieder da. Ja. Ja. So. Gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Wir haben einen Holzhammer und wir reißen die Hütte hier ein. Abreißen. Na, beziehungsweise nur die Wände hier. Und dann brauchen wir Steine, ne? Und Bretter. Ey. So. Alles weg. Alles weg. So, ja. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt ein großes Haus dafür bauen. Kleines tut's ja auch. Aber. Ganz normal hier. Oh. Ja, wir haben Sachen zurückgekriegt. das hat funktioniert.
So. Machst du hier mal bitte Fensterwand rein? Danke. So. So. Ganz normale Wand, auch wieder Stein. Holzstamm schon mal drin wieder. Hier Fenster mit Stein. Tür. Ne. Tür brauchen wir schon, ne? So. So, da haben wir doch, ne? Stein. Stein, 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 Stein. Und dann kommen die hier als Holzwand. Und da auch Holzwand und die Dächer als Holzdach. Nee. So, jetzt hast du einen Holzstamm wieder gekriegt, ne? So, zwei. Nee. Ich habe doch hier Holzwand gesagt. Kannst du dir das nicht merken? So, das ist ein Rieddach. Wollen wir nicht. Und das auch nochmal. Holzdach. Holzdach. Nee, drei. Holz, Holz, ne? Ja. So, dann brauchen wir jetzt erstmal Bretter. 4x6, 24. Und 1, 3, 4, 5 Holzstämme. 24 Bretter, 5 Holzstämme. Ja, Lager müssen wir dann echt wieder eins aufbauen, ne? Damit wir ein bisschen mehr Platz haben wieder. Hm. Ja, Bretter. 24, genau. Was ist denn hier so schwer, ey? Die Federn werden es nicht sein. Die Kupferpfeiler auch nicht. Das Leder kannst du schon mal zurückpacken. Stock 40 brauche ich gerade nicht. Stroh brauche ich nicht. Tierfutter kann auch weg. Der Tonbewurf kann weg. Hä? Alles. Ach so, voll. Na, klasse. So, ich brauche aber trotzdem noch, was habe ich jetzt gesagt? 5 Holzstämme, ne? Ja. Ich meine, dass es 5 waren. Ja, sind wir ein bisschen drüber, aber so weit ist es nicht. Ja, da müssen wir jetzt echt mal zusehen hier. Oh, ja, man kann sich den Weg auch weit machen. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir Steine angekarrt kriegen. Aber wir brauchen neues Lager. Nützt alle nichts. Da würde ich schon mal gerne ein paar Sachen rüberbringen nach Tutki. Dann würde ich da Tutki. Baranica, Branica, Bratanica, keine Ahnung, wie die immer alle heißen. Da würde ich dann ganz gerne das Materiallager hinbauen. Dann können wir nämlich da auch ab und zu mal an die Mine gehen und uns da Sachen rausholen und haben den Weg nicht so weit, ne? Das wäre schon mal eine coole Sache. Aber dafür würde ich gerne so ein paar Sachen da schon mal rüberkarren. Wie viel bräuchten wir denn für so ein Materiallager? Einiges, ne? Das Materiallager 2 ist ja schon sehr ressourcenhungrig. Das würde ich dann vielleicht bei Zeiten mal offscreen machen. Zumindest schon mal das rüberkarren, so dass wir nur noch zusammenbauen brauchen. Ja. So, wir brauchen Steine. Mal gucken, wie viel wir noch im Lager haben.
Ein bisschen was leerräumen hier, damit wir erstmal wieder Platz kriegen, damit wieder was Neues eingelagert werden kann, weil ansonsten kommt hier ja auch nichts Neues rein, was ja auch blöd ist. Dann steht ja meine ganze Produktion still. Das ist auch Murks, ne? Also mal gucken, wie viele Steine haben wir denn? Sind jetzt nicht so viele. Wie viel Platz habe ich? 25, 30 Kilo. Immer 30 Steine mit. Ja, aber sonst wird dann auch nicht mehr. War ziemlicher Mist wäre, wenn wir hier nicht endlich mehr kriegen. Deswegen jetzt erstmal das Lager erweitern. Aber es macht ja auch keinen Sinn, jetzt nur so ein Einserlager aufzubauen, weil gibt uns ja keine, gibt uns ja nur 1000. Die sind ja auch ruckzuck wieder. Voll Mann. Kein Platz mehr, ey. So, Holzhämmerchen. Wo bist du? Ja. Ja, das zwingt uns jetzt natürlich dazu. Aber warum kann er sich da nicht einfach merken? Das regt mich jedes Mal auf. Hat man so eine einfache, aber wichtige Sache nicht mit reinprogrammieren, ne? Aber nicht nur in diesem Spiel, das ist irgendwie gefühlt überall so. So eine einfache Sache mit reinzuprogrammieren, tatsächlich, naja. So, das zwingt uns jetzt zu anderen Maßnahmen, ne? Aber wir müssen gucken, wir haben nur den Frühjahr, um die Steuern zu bezahlen. Das ist ziemlich wichtig. Aber ja, also, wie viel brauchen wir denn noch? 8, 16, 16, na, und 6 sind 22, 28, ja, das kann ich ja noch tragen. Dann haben wir das Haus schon mal fertig und dann können wir schon mal neue Leute einstellen auch, ne? Weil wir brauchen bald neue Leute. Wir haben schwangere Frauen. Ich habe nämlich nur 4 Brennholz. Im Winter ist echt gut was weggegangen wieder, ne? Ach, ausziehen wollte ich mir auch noch hier. So. Steine. 28 Stück, habe ich gesagt, ne? Ja. Oh ja. So, dann mal schnell jetzt hier. Oh. Kommst du schon wieder in Bedrängnis, ne? Wenn man sich was vornimmt, dann kommt es immer anders. So. Ich würde sagen, ich bringe schon mal die erste Fuhre Holzstämme rüber, so viel wie ich schleppen kann. Ich glaube, wir brauchen da echt eine große Menge. So, Haus müsste fertig sein, richtig? Oder? Nee. Quatsch. Ja, die Seitenwände wären auch ganz wichtig. Ja, ja. Kann ja jeder Nachbar reingucken. Das ist ja Mist. So, dann haben wir schon mal ein Steinhaus. Eins mehr, ne? Sehr gut. Das machen wir jetzt nach und nach immer mal. Wir bauen ein neues Haus da hinten. Dann machen wir hier ein Steinhaus raus. Und gut ist. Ja, und da müssen wir irgendwann mal mit Kalkstein nachhelfen, ne? Ja, ich würde sagen, ich kam mal ein paar Bretter rüber. Und wir sehen uns gleich. Ein paar Holzstämme, meine ich. 30 Kilo. Können wir schleppen. Oh ja, den hätte ich gerne. Nee, 30 Kilo. Ja, das passt gut, ne? So, ja, dann würde ich sagen, ich reiße hier mal hin und her und hole euch dann wieder dabei, wenn die Sachen drüben sind und wir bauen zusammen das Materiallager auf. So, lasst uns gemeinsam schon mal das Grundgerüst aufstellen. Lager und Materiallager 2. Bumm. Gut. Dann können wir schon mal die ersten
Holzstämme hier gemeinsam wegballern. Waren nur zwei. So, dann wieder bis gleich. Ich gehe wieder zurück. So, wollt euch kurz dabei holen. Ich habe hier dieses eine Schwein getötet und wir haben dadurch die Jagdhütte 2 endlich freigeschaltet. Jupp, die können wir dann bauen. Wir können dann später hier den Recurve-Bogen benutzen. Sehr geil. So, was ein Schwein ausmachen kann, ne? So, das Fleisch nehmen wir natürlich mit. Dann Leder auch. Ja, dann weiter bis gleich. Ich muss noch zweimal hin und her laufen. Ja, guck mal einer an. Hier ist doch noch ein schönes Lager. Ein alleingelassenes zum Glück. Aber da ist zum Glück. Bei den Räubern gibt es, glaube ich, meistens mehr abzustauben. Ja. Von daher. Nehmen wir das doch gerne mit, ne? Hier gibt es noch einen Bierenwein, Strohhut. Gibt es da noch mehr? Nö, Stock. Hier habe ich doch noch irgendwas gesehen, da. Ausnüchterungstrank. Oh. Guck mal, Steine. Ja, wir müssen doch langsam was essen, das ist richtig. Hier, Hafer-Ale. Noch mehr. Da ist noch ein Fläschchen. Ah, eine leere Weinflasche, aber. Na, da. So. Hier hatte ich gerade, hier sind noch welche. Hier Schwein, Bierenwein. Ah, da kommt wieder ein bisschen Geld zusammen, ne? Ja, lässt sich auch alles gut verkaufen. Hier haben wir nochmal eine Bierflasche. Ja, ja. Ja, wie gesagt, einmal fein hier ums Lager drumherum geguckt, ne? Wer weiß, was wir wieder übersehen hier. An Waffen und Co. Da ist wirklich nichts mehr drin, ne? Ne. Da ist gar nichts mehr. Das ist nicht mal ein Stock. Hier war nur noch der Stock drin. So, ich glaube, das war's. So, weiter geht's. Bis gleich. So, jetzt haben wir erstmal alles beisammen. Ich habe hier mal ein paar Holzstämme organisiert. So. Jetzt können wir das hier gemeinsam eben aufbauen. Bretter reichen hoffentlich. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Also ich habe eher geschätzt, weil ich hatte nicht genug mit. Also ich hatte die Hämmer rausgepackt, damit ich mehr Platz habe. So. Achso. Ja, dann hauen wir erstmal die Bretter weg, damit wir jetzt hier Platz kriegen. Kann sein, dass noch so 5, 6 Holzstämme fehlen, aber die können wir ja dann auch schnell raushauen. Guck mal, da habe ich mich sogar ein bisschen verschätzt. Ja, da macht aber nichts, ne? So. Dann nehmen wir die mal mit. Ja, jetzt sind wir ein bisschen schwer hier. Machen wir die Dächer schon mal fertig. Ha. Auch da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen mit verrechnet, aber macht nichts. Ist nicht so schlimm, wie gesagt. Wenn am Ende noch 5 Bretter fehlen oder Holzstämme, es werden nur noch Holzstämme sein, die fehlen. Die können wir auch eben hier in der Ecke irgendwo runterhauen. Aber das war eine ganz schöne Schlepperei, wie ihr seht, die ganze Nacht durch. Und jetzt haben wir auch schon wieder gleich 9 Uhr. Also ordentlich was geschafft hier, ne? Ordentlich was gerannt hier. So. Da brauchen wir jetzt wirklich nur noch hier drumherum. Und da oben. Ich meine, die habe ich mitgezählt, bin mir aber nicht sicher. Aber gut, dann haben wir hier gleich das nächste Materiallager stehen. Da fehlt noch einer. So, dann gucken wir mal, wie weit wir mit den 20 Stück noch kommen. Ich mich so verzählt habe.
hatte jetzt etwas über 70 Holzstämme hier rangekarrt. Nee, 72, 73. Also, wir sehen es ja, ein paar werden fehlen. Aber wirklich nicht die meisten hier, ne? Wie viele? Also 3 und 10 sind 13 Holzstämme, die uns jetzt noch fehlen. Ja, komm. Die hauen wir eben hier vorne weg. Hier. Ach, jetzt hab ich keine Eisenaxt mit. Ja, komm, bau dir mal eben schnell eine Steinaxt. Hier werden doch wohl irgendwo Steine und Stöcker sein, oder? Hier sind Steine. Ja, komm. Jetzt für jetzt mal eben schnell muss so eine Steinaxt halt mal herhalten, ne? Wo haben wir denn hier ein paar Stöcker? Da. Danke. Ich weiß gar nicht, ob es schon reicht, aber wir nehmen uns mal 10. Dann reicht es auf jeden Fall. Hier siehst du. Steinaxt. Ach, ja. Man muss sich ja nur zu behelfen wissen, ne? Oh. Ja, siehst du, das merkt er sich dann komischerweise, ne? So. 8. 13 brauchen wir. 8 haben wir schon mal. Wo ist er umgekippt? Da ist Nummer 12. Dann fehlt noch irgendwie die Birke da und dann passt es doch. Ja, ist doch klasse hier. So, den hier noch eben umwemsen. Ja, guck mal. Und ihr habt euch eine ziemlich langweilige Rennerei erspart, ne? Weil, wie gesagt, wo es was gab, habe ich euch dabei geholt. Und wo es nichts gab, eben nicht. War halt die ganze Nacht hier hin und her gerenne. So. Dann sollte es das jetzt gewesen sein. Hammer, wenn er kaputt geht, geht er kaputt. Aber ich habe noch einen zweiten mitgenommen. Voraus. Schauen. Ah, die habe ich vergessen. Nein. Jetzt machen wir erstmal die Seitenwände fertig. Dann habe ich mich doch um 10 Stück verrechnet. Mist. Ah, naja. Ja, das passt, wenn ich die beiden da nicht mitgerechnet habe. So, Ach, ich habe die Birke vergessen, ne? 1 und 4. 5. Was haben wir denn hier? Noch ein Ahorn. Weg. So, und dann haben wir wieder Platz. 2000 Kilo. Da tut's doch wohl. So. Da ist die Birke. So, dann haben wir es jetzt gleich. Jawohl. Gut, dann können wir auch in die nächste Folge gehen. So, hier noch 4 rein. Da haben wir sogar einen über. Yay. Jawohl. 5000 Kilo. Da ist er. Kann jetzt erstmal 2000 wieder reinladen hier, ne? Puh. Subi. So. Ja. Dann haben wir das Ganze jetzt nochmal hier offiziell an der Höhle. Unser Materiallager. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das. War eine coole Runde. Ja, und wenn es euch auch so gefallen hat, dann hinterlasst mir noch einen Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an, würde mich sehr freuen. Ja, ich würde mich auch freuen, euch auf meinem Discord-Channel begrüßen zu dürfen. Der ist gerade neu eingerichtet, also wenn ihr die Ersten seid, wundert euch nicht. ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.